Hallo ihr Lieben, mein Name ist Claudio. Ich bin Pino, willkommen bei G2K. Ja Leute, heute geht es um The Trial of the Chicago 7, der seit 16.10.2020 bei Netflix läuft. Bleibt also dran. Aber vorab, wenn euch unser Video gefällt, gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Jawohl, und falls ihr irgendwelche Vorschläge habt für künftige Videos, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Wir sind eigentlich relativ offen für alles. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal jetzt zum Film. Ja Leute, heute habe ich mich Pino angepasst. Gabby, weil ich habe heute Bad Hair Day. Aber nichtsdestotrotz, heute... Bad Hair Day, was ist Bad das? Bad Hair Day. Okay, klingt gut. Ah, sorry, ich habe dich unterbrochen. Okay, heute geht es um einen Gerichtsdramafilm. Also ist nicht wirklich jedermanns Sache. Ja, es werden recht viel Dialoge geführt und ja, wir haben jetzt hier keine Action- und Special-Effekte, wie wir es jetzt sonst von unseren Reviews gewohnt sind, aber mein Genre ist es. Also ich fühle mich recht wohl dabei. Man muss sich nur bewusst sein, dass es für den einen oder anderen vielleicht etwas zu langweilig wird. Allerdings, ich persönlich, über zwei Stunden geht der Film und ich habe mich nicht gelangweilt, also empfindet aber jeder anders. Für mich hätte er ein bisschen nicht kürzer sein können, muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Aaron Sorkin, Regisseur des Films, der dürfte euch vielleicht bekannt sein, weil er ist schon eigentlich als Drehbuchautor unterwegs. Hat zum Beispiel das Drehbuch für so Filme geschrieben wie The Social Network, die Facebook-Story oder den Film über Steve Jobs. Ja, also im Film geht es um eine große Demonstration, die sich 1968 in Chicago ereignet hat. Die Demo geht gegen den Vietnamkrieg und findet statt am Parteitag der Demokraten. Was man allerdings dazu sagen muss, es war geplant als friedliche Demonstration, ist aber eskaliert. Genau. Und die Demonstranten bestehen aus verschiedenen Gruppen, da haben wir unter anderem einmal ja, ein paar Hippies, die Black Panther Organisation spielt mit. Und noch ein paar andere, also insgesamt 7, weil deswegen heißt es ja auch The Trial of the Seven. Genau, also 7 Mitglieder dieser verschiedenen Gruppe werden dann angeklagt. Und ja, die meiste Zeit des Films spielt eigentlich im Gerichtssaal. Ja. Ist halt ein ja. Justizfilm sozusagen. Und ja. Wobei man auch noch dazu sagen muss, so wie es im Film rüberkommt, Anklage wird vom Justizministerium gefördert, muss man irgendwie sagen. So kommt es mir halt auf jeden Fall vor. Auf jeden Fall, doch. Und man merkt ziemlich früh, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Also der Prozess ist schon relativ unfair, würde ich mal sagen. Ja, also die Angeklagte merkt es auch, dass es auf jeden Fall kein fairer Prozess für sie wird. Genau. Und was man auf jeden Fall sagen muss, der Staatsanwalt, Mr. Schulz, Schulz heißt er, oder? Ja, Schulz heißt er, klar. Genau. Ja. Das ist sein wichtigster Prozess. Und er hat die Chance, leitender Staatsanwalt zu werden. Ja, 1969 kommt es dann zu der Gerichtsverhandlung. Und wie gesagt, auf der Anklagebank sitzen dann diese 7 plus ein hohes Tier der Black Panther Organisation. Hey, steh auf, Mann. Schon wieder geht's um 7. So. Ach so, ja, wir sind nicht bei The Boys. Also, das sind nicht diese 7. Aber stimmt. auf jeden Fall in der Haut von... diesen Black Panther-Typ würde ich nicht stecken wollen, oder Claudio? Ah, nee, ich ehrlich gesagt auch nicht, weil man muss ganz ehrlich sagen, der wird diskriminiert. Ich finde, der wird diskriminiert vom Richter und das sieht man auch ganz klar im Film. Ja, auch wenn die meiste Zeit im Gerichtssaal spielt, sieht man dann auch ein paar Bilder zu der Demonstration. Die Polizei, finde ich, ist schon sehr aggressiv. Es fliegt natürlich auch mal die eine oder andere Flasche rüber, ja, von der Demonstration. Wobei man aber sagen muss, es wird immer zum Friedlichsein aufgerufen, aber ich glaube bei, weiß nicht, wie viele Demonstranten waren es, 10.000 oder sowas, wie da irgendwie mal erwähnt wird in dem Film, dass da mal der ein oder andere Säckel dabei ist und eine Flasche schmeißt. Säckel. Ist das Schwäbisch? Schwäbisch heißt Idiot, Entschuldigung. Okay. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir kommen jetzt zu den Schauspielern. Also da haben wir einmal den Sacha Baron Cohen. Der spielt einen Hippie und ist bekannt aus Borat. Kennt man. Kennt man auf jeden Fall, ja. Der Staatsanwalt, der wird von Jason Gordon-Levitt gespielt. Joseph Gordon-Levitt. Ja. Ach, heißt der Joseph? Ja, verwechsel ich. Der wird von Joseph Gordon-Levitt gespielt.
ja, den kennt man vielleicht aus Inception. The Dark Knight spielt das aber auch mit. Genau, Robin. Robin bei The Dark Knight. Genau. Auf jeden Fall zwei richtig coole Schauspieler. Und dann gibt es noch eine coole Rolle von Michael Keaton. Ja, ich habe nur eine Nebenrolle. Relativ klein. Aber wir wollen nicht erfahren, was ist ziemlich cool. Genau, ist ziemlich spannend, wen er dann spielt im Endeffekt. Ja, dann wäre da noch Eddie Redmayne. Der spielt auch einen Demonstrant. Man kennt ihn aus Fantastische Tierwesen oder der Aeronaut. Auch richtig top Schauspieler, wenn ihr immer noch vergesst. Mark Rylance, das war der Anwalt von den Sieben. Den fand ich jetzt persönlich richtig gut, eigentlich fast der Beste von dem ganzen Film. Und ja, ich würde jetzt aber sagen, jetzt kommen wir langsam zum Schluss, weil ich muss pinkeln. Okay, ja, dann ganz schnell. Schauspielerische Leistung, top. Wie wird schon bewertet insgesamt? Also mein Fall war es jetzt nicht unbedingt, aber ich stehe auch nicht auf dieses Genre, Gerichtsfilme und sowas. Die Schauspieler waren super, kann man nichts dagegen sagen. Aber ich würde jetzt sagen, von mir kriegt er 6,5 von 10. Okay. Weil ich muss ihn jetzt auch nicht nochmal unbedingt angucken. So. Alles klar. Ja, also ich mag solche True Stories. Ich stehe auch auf Gerichtsfilme. Ich persönlich würde ihm 8 von 10 geben. Und ich bin gespannt, ob er eventuell auch für Oscars nominiert wird. Das muss ja auch stehen. Ich muss aufs Klo machen. Jetzt stehst du da anders. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Um connected zu bleiben, checkt uns bei Social Media. Alle Links in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock auf weitere Videos habt, zieht euch mal die hier rein. Das war's. Bis zum nächsten Mal bei G2K.